Liebe Festgemeinde, ich nehme an, ich bin der Allererste, der auf dieses Wortspiel gekommen ist. Das haben Sie bestimmt ganz sicher noch nie gehört. Genau darum geht es heute auch. Ich bin gerade ja schon aufgeflogen. Ich habe heute auch einen Festtag. Aber es war mir wichtig zu kommen, einmal um Ihnen zu laudieren, Ihnen für Ihre Arbeit zu danken, die uns ja Gott sei Dank an der einen oder anderen Stelle auch zusammengeführt hat. Aber auch tatsächlich fest Danke zu sagen. Ich bin ein Riesenfan von Ernst Ulrich von Weizsäcker beispielsweise und glaube, dass es unserem Land und unserer Gesellschaft besser ginge, unserer Welt besser ginge, hätte man früher auf den Club of Rome und Leute wie ihn mehr gehört. Und er war ja auch ein Festmitarbeiter. Also Sie sehen, ich musste heute zusagen. Es gab so viele gute Gründe, dass ich mir das klassische evangelische schlechte Gewissen zugelegt hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte. Wir dürfen ja nur feiern, wenn wir davor gearbeitet haben. Das ist quasi, also evangelische Theologie im Württembergischen ist ja ganz einfach, es ist alles erlaubt, außer es macht Spaß. Im Badischen ist ein bisschen anders, genau, da ist dann quasi schon anders erlaubt. Aber was ich tatsächlich auch versuche, deswegen ja auch mit dem Pad, dass ich versuche, auch das Thema Rede und Schrift neu zu kombinieren. Ich habe auf der einen Seite also einen klassischen Vortrag geschrieben mit Zwischenüberschriften und wie sich das gehört, spreche aber frei und werde das dann auf dem Blog veröffentlichen, sodass Sie einerseits, wenn Sie das wollen, oder zum Schrecken der nachfolgenden Generationen quasi, gibt es dann eine schriftliche Fassung und zum anderen gibt es eine digital aufgezeichnete, spontane Redefassung. Sie sehen also, das Thema Medien ist jetzt nicht nur ein Thema, das ich theoretisch betrachten will, sondern ich glaube tatsächlich, dass jedes Medium ganz grundsätzlich unsere Art zu kommunizieren grundlegend verändert. Das bedeutet, dass mit jedem Medium, ob das die Schrift ist, ob das der Buchdruck war, ob das die elektronischen, die digitalen Medien sind und jetzt die kommenden virtuellen Medien, sich die gesamten Spielregeln einer Gesellschaft verändert. Wir wissen, dass es passiert, weil wir das in vorherigen Medienrevolutionen sehen können, aber wir wissen nicht, was passiert, weil wir mittendrin stecken. Wir können ausprobieren. Fest hat ja beispielsweise einen YouTube-Kanal, ja, wo wir auch noch ein bisschen dran arbeiten können, dass die Zugriffszahlen entwickeln. Aber wir sind dran, wir probieren das aus und gerade wenn wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir, ist Facebook schon wieder vorbei, jetzt sind wir und auf Instagram sind wir fit, dann kommt TikTok um die Ecke und es wird schon wieder alles, geändert und die Frage ist, wie wird Kirche in digitalen Zeiten ausschauen und wird sie gleichzeitig gleichmäßig ausschauen in Heidelberg und Ulm beispielsweise. Also das heißt tatsächlich eine ganz grundlegende Frage. Ich bin Beauftragter gegen Antisemitismus und Sem wird in der jüdischen Tradition, der Noah-Sohn Sem, tatsächlich mit der ersten Medienrevolution verbunden. Er gilt nämlich als der erste Gründer einer Schule in Alphabetschrift. Er ist nicht Begründer einer Rasse. Es gibt keine Menschenrassen im Judentum. Er ist nicht, auch nicht Begründer einer Sprachgruppe, sondern mit ihm habe die Alphabetisierung begonnen. Sogar genau gesagt nicht nur mit ihm, sondern auch mit seinem Enkel Eber, dem ersten Hebräer, die beiden hätten die Schule gegründet. Finde ich ganz interessant. Also wenn ich selber in Schulen bin und darüber erzähle, sage ich häufig den Schülerinnen und Schülern, er war so eine Art Super Dumbledore, aber eben nicht am Hogwarts, sondern am Zion. Und also ich stelle mir vor, wie einen weisen, würdigen Menschen, der gesagt hat, jetzt gründen wir mal eine Schule und jeder und jede kann lesen und schreiben lernen. Und dann nimmt er aber seinen Enkel mit ins Boot. Das ist ganz spannend. Offensichtlich damals schon die Idee, dass Schule etwas sein muss, das zwischen Generationen funktioniert. Und wenn Sie sich anschauen, unsere Bibel, den Koran, die Schriften der Fest, all das, das Buch von Ernst Ulrich von Weizsäcker, wir sind dran, alles in Alphabetschrift. Also der Gedanke hat sich durchgesetzt. Wir haben eine Medienrevolution, die unsere Art zu glauben, zu lieben, zu hoffen, zu hassen, unseren Glauben auszudrücken, tiefgreifend geprägt und verändert hat. Sogar bis so weit, dass wir heute unterscheiden können, auch in der Hirnforschung, dass wir die semitischen Alphabetschriften haben, Hebräisch und Arabisch, wo wir also auf der einen Seite Schriften haben, die vokalarm sind, wo unsere Gehirne jeden Vokal ersetzen müssen,
Was bedeutet, dass sie zum einen eine andere Schriftrichtung haben, von rechts nach links, also linksläufig, dass es unglaublich intensiv ist, in diesen Schriften zu lesen, dass Bilder stören. Deswegen haben sie in Judentum und Islam einen bildlosen Monotheismus. Und dann die Übersetzung dessen ins Christliche, ins Japhetitische, wie es die jüdische Tradition sagt. Das griechische Alphabet wird mit Japhet verbunden, dem Bruder von Sem. Und jetzt haben sie eine Alphabetschrift, die unglaublich präzise ist, super geeignet für Philosophie, für Wissenschaft. Und schauen Sie sich unser Christentum an, keine andere Religion der Erde hat so viele und so lange Glaubensbekenntnisse hervorgebracht wie das Christentum. Ja, auch hier in Heidelberg haben wir auch natürlich eigene Glaubensbekenntnisse, Katechismen hervorgebracht. Also der Versuch, über Schrift die ganze Wirklichkeit abzubilden, und die Lehrer auch relativ früh loszuwerden dabei und sich sozusagen die Wahrheit anzulesen, das ist etwas genuin Japhetitisches, etwas, was am voll vokalisierten Alphabet geschehen ist. Und es ist ja ein Erfolgsmodell gewesen. Sie, lieber Herr Cornelius Mundschuh, haben, und das werde ich Ihnen nie vergessen, zu einer Zeit begonnen, als ich ganz neu im Amt war, sich mit dem Thema Antisemitismus auch in Kirchen auseinanderzusetzen. Sie haben mich eingeladen, gemeinsam mit einer jüdischen Freundin in der Synode der Landeskirche Baden dieses Gespräch unter Gegrummel und Empörung der Anwesenden anzusprechen, denn wir sind natürlich alle als Akademikerinnen und Akademiker hervorragend darauf trainiert, zu wissen, dass Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus ganz viel mit anderen Menschen zu tun haben, aber nicht mit uns selber. Wir sind doch die Guten. Wir sind doch völlig, wir arbeiten unser ganzes Leben in diesen Bereichen. Und dann stellt man da noch einen hin, der auch noch jünger ist. Und der soll da was erzählen. Das mit dem Jünger, das erledigt sich ja langsam, also heute schon wieder einen Schritt. Aber es war wichtig und es war richtig, das zu tun. Ich kann Ihnen heute sagen, lieber Herr Cornelius Mundschuh, dass ich tatsächlich wahrnehme, dass wir in Württemberg stärker rechten, lutherisch geprägten Antisemitismus haben. Das Judentum als Feindbild, das Judentum, wo es da quasi hingeht, in die ganz klassischen Vorstellungswelten, wo sie als Verschwörer, als Unterdrücker dargestellt werden und wo wir dann bis in libertären Antisemitismus wie Tilman Knechtel, der dann zum Beispiel sagt, selbst der Holocaust wäre durch die Rothschilds selber quasi ausgelöst worden. Also die Juden selber hätten den Holocaust, die jüdische Weltverschwörung, auf den Weg gebracht, um die Gründung des Staates Israel zu erzwingen und den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Auch die sogenannten Judensterne, Sie erinnern sich vielleicht, mit ungeimpft drauf, hatten wir die erste Version in Stuttgart, da stand, kein Witz, Dieselfahrer drauf. Das war, als es wegen den Feinstaubwerten an einigen Straßen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge gab. Und es war von einem, weiß ich es, ein Ingenieur bei einem großen Autokonzern, der sich nicht entblödete, dieses Fahrverbot an wenigen Straßen mit der Verfolgung der Jüdinnen und Juden und der Roma und Sinti und andere der mörderischen Verfolgung im Nationalsozialismus gleichzusetzen. Da bleibt Ihnen dann schon mal die Spucke weg, wenn man dann quasi damit zu tun hat. Im Badischen erlebe ich dagegen tatsächlich einen Israel, einen stärkeren linken, israelbezogenen Antisemitismus. Hier versichern mir die Leute, dass sie jüdische Freunde hätten und übrigens auch Freunde mit dunkler Hautfarbe und sie hätten Töchter und sie könnten also gar nicht antisemitisch, rassistisch oder sexistisch sein, aber dann kommt dann heraus, warum man müsste doch noch sagen dürfen, dass Israel ein Apartheidssystem ist, dass eigentlich die Zionisten die Weltherrschaft der Weißen anführen und dass die Rothschilds ganz schlimm sind, weil sie eben Kapitalisten waren. Das heißt, ich finde es außerordentlich faszinierend, dass wir solche tiefen Prägungen, selbst noch bei Leuten, die sich gar nicht mehr den Kirchen verbunden fühlen, trotzdem noch sogar regional wahrnehmen können. Da sind noch Aufgaben Forschungsarbeiten zu schreiben und ich kann Ihnen einfach nur danken, dass Sie quasi gesagt haben, wir gehen daran, wir fragen nicht nur nach dem Antisemitismus der anderen, sondern auch um den Antisemitismus oder Antizionismus in den eigenen Reihen. Und ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das nicht nur Applaus eingetragen hat. Ich kann Ihnen aber sagen, die Kolleginnen und Kollegen im Württembergischen machen ähnliche Erfahrungen. Also der Ernst Wolfgang Gohl zum Beispiel in
Ulm, als es da darum ging, die Ernst Wilhelm Gohl, als es da darum ging, die die Figuren im Ulmer Münster, dass es da eben Figurengruppen gibt, die eindeutig rassistisch sind. Da bekam ich dann auch gleich wütende Anrufe in Stuttgart, was denn jetzt hier los wäre, warum wir auch noch unsere kirchlichen Figuren unterscheiden. Bin dann auch vor die Fernsehkameras getreten und habe ihn da verteidigt, dass er da durchaus recht hat, dass man auch Traditionen, die schon sehr, sehr alt sind, trotzdem immer wieder befragen muss und dass Kirchen auch die Aufgabe haben, Gottesdiensträume und Kirchen so zu gestalten, dass sie inklusiv sind. Das ist auch alles, was ich heute zur sogenannten Judensau von Wittenberg sagen werde. Ich glaube, der Staat hat richtig entschieden. Es ist eine Entscheidung der Kirchen, wie sie mit so etwas umgehen. Ich sage Ihnen aber auch, dass es für mich persönlich sehr schwierig wäre, in eine Kirche zu beten, in der antisemitische oder rassistische, menschenverachtende Darstellungen schlicht und ergreifend weiter gezeigt werden. Also, wir haben die Situation, dass wir auf der einen Seite eine ganz starke Prägung haben durch Medien, dass mit dem Semitismus sozusagen die Alphabetisierung, die Bildung begonnen hat, die alle Bereiche unserer Gesellschaft durchdringt, mit dem Jaffetismus, der den vollvokalisierten Alphabeten, eine Explosion von Philosophie und Wissenschaft, und dass wir heute in einer Welt leben, die es immer noch nicht geschafft hat, alle Menschen zu alphabetisieren, die aber auf der anderen Seite doch einige Fortschritte gemacht hat. Wo wir keine Fortschritte oder kaum Fortschritte gemacht haben, ist das große Thema von Ernst Ulrich von Weizsäcker, nämlich der Bekämpfung der Klimakrise. Er hat in seinem Vortrag von 2019 hier bei Ihnen sogar damit begonnen, dass er gesagt hat, wir sind an der Reihe und wenn wir es blöd machen, sind wir dran. Und ich bin heute auch da, um Ihnen zu sagen, die beiden Themen hängen aufs Engste miteinander zusammen, Antisemitismus und Klimakatastrophe, und wir sind leider dran. Wir haben es nicht geschafft als Menschheit, ein Wirtschaftssystem, ein Politiksystem zu entwickeln, das tatsächlich nachhaltig wäre. Und wir beginnen jetzt bereits in eine Situation zu geraten, in der große Teile der Welt unbewohnbar sein werden. Ich erzähle das hier in dieser wunderschönen Location in Heidelberg nicht, weil ich hier zunächst Angst hätte, sondern weil ich es im Irak gesehen habe. Im Irak selber erlebt habe, was es bedeutet, wenn Quellen nicht mehr sprudeln, wenn Flüsse versiegen, wenn Felder verdorren, wenn große Gruppen sich gegen kleine zusammenschließen und wenn Hitzemord, so habe ich es genannt, die Konflikte eskalieren zwischen den Gruppen. Genau heute, auch das war eine Abwägung, die ich treffen musste, aber ich habe mich für Sie gerne entschieden, denn genau heute findet im Bundestag in Berlin eine Anhörung statt zum Genozid am Jesidentum. Es sprechen unter anderem Düsen Tekkal, Jan-Ilhan Kieselhan, aber auch Frauen, die wir aufgenommen haben im Rahmen des Sonderkontingentes Baden-Württemberg. Die Anhörung war schon, jetzt ist noch eine Demonstration um 16 Uhr in Berlin zu dem Thema. Und ich kann zum Beispiel, was der Traumapsychologe, Kollege und Freund Jan-Ilhan Kieselhan gesagt hat, nur unterstreichen. Er hat gesagt, das Jesidentum wird wahrscheinlich nur noch wenige Generationen überleben, wenn man jetzt nicht entschieden hilft. Und ich sehe keine große und entschiedene Hilfe. Es ist wahr. Südlich der Shingalberge wird kaum noch Leben möglich sein. Ich hatte neulich eine Friedensnobelpreisträgerin zu Besuch, die Nadja Murad, die ja ebenfalls zu den Aufgenommenen des Sonderkontingents Baden-Württemberg gehört. Und ich habe ihr gestanden, dass ich glaube, dass riesige Städte wie Bagdad in 30 Jahren nicht mehr bewohnbar sein werden. Die haben inzwischen jeden Sommer 50, 54 Grad, die Stromversorgungen brechen zusammen, das Wasser wird knapp, und sie meinte, mit 30 Jahren sei ich aber arg optimistisch. Meine Damen und Herren, es ist eine Situation, die Menschen wie der Club of Rome, wie Ernst Ulrich von Weizsäcker vorausgesagt haben, und die da ist. Das bedeutet, die These habe ich im Rückzug oder Kreuzzug in meinem neuesten Buch, und da durfte ich Ihnen ja ein Exemplar schenken, weil Sie so freundlich waren, einfach zu einer Lesung, zu einem Vortrag, da kommt der Bischof und setzt sich hinten in die Reihe und hört einfach zu. Also das ist wirklich, dafür zahle ich meine Kirchensteuer gerne. Also, und das als Schwabe. Das war wirklich ein Erlebnis, und in diesem Buch hatte ich eben tatsächlich die Prognose drinnen, dass wir in einer Zeit leben, in eine Zeit zugehen, in der sich die Welt spaltet, in zwei Arten von Regionen, einmal in
Abwanderungsregionen, wo die Menschen wegziehen, wo die Geburtenraten niedrig sind, wo Hunger und Verzweiflung um sich greifen, und auf der anderen Seite in sogenannte Arche-Regionen, wo die Menschen hinziehen, wo auch die Geburtenraten sogar noch deutlicher abgesunken sind, aber die sich dynamisch halten durch Zuwanderung, durch Vielfalt, durch Demokratie. Und ich glaube eben, Heidelberg gehört, oder überhaupt der Alpenraum, der nördliche Alpenraum muss sich einschränken, gehört zu diesen Arche-Regionen. Kanada wird dazu gehören, die skandinavischen Länder können dazu gehören, vielleicht auch noch Cleveland beispielsweise. Es gibt andere Regionen, Jakarta beispielsweise, San Francisco oder so etwas, die noch die Chance haben, in welche Richtung sie sich entwickeln. Es gibt aber andere, wie zum Beispiel Bagdad, Afghanistan und so weiter, wo ich nur noch geringe Chancen sehe. Wieder andere wie Ungarn, die ihre Zukunft gerade verspielen. Russland als ein ganz dramatisches Beispiel, wo sich quasi gerade eine Rohstoffdiktatur um die Chancen bringt. Und wo jetzt, ich weiß nicht, wer es von Ihnen verfolgt hat, die russische Seite offiziell verkündet hat, sie hätten 2 Millionen Menschen aus der Ukraine umgesiedelt, darunter bis zu 300.000 Kinder. Das klingt für uns völlig irre, aber es ist so, dass tatsächlich Russland seit vielen Jahren demografisch implodiert, große Regionen aussterben oder ausdünnen, und in dem rassistischen Wahn des derzeit herrschenden Regimes sollen es dann eben vor allem Russen sein, die man dort versucht wieder anzusiedeln. Also eine Situation, in der spätere Generationen sagen werden, warum hat man das nicht gesehen, die findet bereits statt. Wir sind dran, und zwar wir haben das Glück, dass wir nicht in dem Sinne dran wären, dass unsere Heimat jetzt das Wasser ausgeht, aber in dem Sinne, dass wir gefragt sind, sind wir bereit, Menschen humanitär aufzunehmen? Sind wir bereit, unsere Wirtschaft so umzubauen, dass sie nachhaltig wird? Oder verpulvern wir weitere Milliarden in Tankrabatte? Sind wir bereit, erneuerbare Energien endlich nach vorne zu bringen? Sind wir bereit, die industrielle Haltung von Tieren endlich auf den Prüfstand zu stellen? Auch das hat Ernst Ulrich von Weizsäcker ja hier ausgeführt. Derzeit haben wir die Situation, dass unter den Landwirbeltieren nur noch 3% wildlebend sind, 30% der Biomasse entfällt auf uns Menschen und 67% auf unsere Nutz- und Schlachttiere. Wir leben einen Wahnsinn, und der fällt auf uns zurück. Was hat das miteinander zu tun? Mit Antisemitismus leider sehr, sehr viel. Im Irak war ich eben nicht nur erschrocken über die Situation dort der Klimakrise, sondern auch, dass selbst unsere Verbündeten fest davon überzeugt waren, die Umwälzungen, die sie erlebt haben, seien Teil einer Verschwörung. Nicht alle, aber doch sehr viele haben mir beispielsweise von kurdischer, arabischer, turkmenischer Seite versichert, dass der Daesh, der sogenannte Islamische Staat, eigentlich der Mossad wäre. Der al-Baghdadi, der damalige Kalif des Islamischen Staates, dass das Simon Elliott wäre, also ein jüdischer CIA-Agent. Sie können den Namen übrigens mal im Internet nachschauen, wie viel das berichtet. Simon Elliott, ja, das klingt wie ein James Bond-Endgegner. Aber Sie sollten vorher nichts gegessen haben, was da sozusagen in allen möglichen Sprachen auftaucht. Millionen, hunderte von Millionen Menschen sind davon überzeugt, dass der Islamische Staat ein jüdisches Erzeugnis ist, ein Teil der jüdischen Weltverschwörung, und halten sich damit natürlich auch die Anfragen an die islamische Tradition, die islamische Theologie, ein Stück weit vom Leibe. Und wie das häufig ist, wird da auch durchaus Zutreffendes mit Unzutreffendem vermischt. Beispielsweise sagten viele Kurden, euch geht's ja nur ums Öl und ihr kooperiert noch mit jedem, der euch Öl liefert. Damals ein Witz unter den Kurden war, der Unterschied zwischen dem IS und Saudi-Arabien sei einfach, dass Frauen beim IS Auto fahren dürften. Ja, das dürfen sie inzwischen auch in Saudi-Arabien. Aber Sie sehen schon, meine Damen und Herren, die mehr, dass wir vom Westen immer her wären und immer mit jenen uns zusammentäten, die am meisten für Menschenrechte tun, die glaubt uns im Nahen und Mittleren Osten kein Mensch. Ich habe niemanden gefunden, der das uns geglaubt hat.
Und wenn das jetzt Sie schon vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle schockiert hat, dann muss ich Ihnen sagen, ich habe nach dem Einsatz im Irak auch vor Gericht als Sachverständiger ausgesagt über die Ideologie des IS. Es ging ja um die Frage, ob die Täterinnen und Täter des IS, ob beispielsweise der sexualisierte Missbrauch von Frauen und Kindern, ob das Taten von Einzelnen waren oder tatsächlich Teil ihrer Ideologie. Und ich muss Ihnen also sagen, es ist eindeutig so gewesen und ist eindeutig so, dass das Teil der IS-Ideologie ist. Der Islamische Staat verkündet bis heute, er hat sogar gerade wieder verstärkten Zulauf, dass das Osmanische Reich untergegangen wäre, weil sie nicht grausam genug, nicht hart genug gegen religiöse Minderheiten wie Juden und Jesiden vorgegangen wären. Die Welt werde regiert von einer zionistisch-westlichen Verschwörung und der Islamische Staat sei also aufgerufen, diese Verschwörung aufzudecken und zu bekämpfen. Die Endschlacht werde stattfinden in Syrien bei Dabiq. Das ist eine Stadt in Syrien, die in alten Hadithen erwähnt wird und auftaucht, nördlicher Teil von Syrien, so hieß auch ihr Internetmagazin. Und dort werde die Endschlacht stattfinden. Und Sie werden es nicht glauben, wer das Heer des Islamischen Staates, die Gotteskrieger, anführen wird. Es werde nämlich Jesus sein, Isa. Der Messias Jesus werde auf die Welt zurückkommen und auf der Seite des Islamischen Staates die Truppen, die Römer, also den Westen, die westlichen Truppen vernichten und besiegen, die Kreuze zerbrechen. Und nur eines sei noch notwendig, nämlich die Armee des selbsternannten Islamischen Staates müsse angeführt werden vom Sohn einer Sklavin. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, war eine der Begründungen für die Sklaverei. Vielen der Frauen und Kinder, die wir aufgenommen haben, ist erzählt worden, sie sollen dankbar sein, dass man sie nicht getötet hat wie ihre Brüder und Vätern, sondern sie hätten ja noch eine Aufgabe. Sie werden nämlich vorgesehen fürs Paradies, sie dürften Muslime werden und sie dürften das Kind austragen, eine von ihnen das Kind austragen, das dann die Armeen in die letzte Schlacht führt. Die sexualisierte Gewalt, die Frauen erlebt haben, und häufig waren es einfach Jugendliche, die Jugendlichen erlebt haben, wurde apokalyptisch, dualistisch, messianisch, verschwörungsmythologisch begründet. Also Sie sehen quasi das, so den Schock 2015-16, dass Antisemitismus überhaupt nicht ein Thema des 19. und 20. Jahrhunderts nur war, sondern im 21. Jahrhundert hochlebendig ist, das war mir damals quasi. Das hat auch Jahre gebraucht und Jahre gearbeitet, bis man es wirklich versteht, dass es durch die digitale Welt wieder da ist. Der Islamische Staat hat überhaupt nicht mehr mit Büchern gearbeitet, hat überhaupt nicht mehr mit Zeitungen oder Ähnlichem gearbeitet, sondern komplett über das Internet. Ein digitales Kalifat ist es gewesen, so ist es auch genannt worden. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum ich so dankbar war, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Denn man kommt zurück nach Deutschland und wir haben hier Landtagswahlen gehabt 2016 und unter anderem einen Arzt aus Bayern in den Landtag bekommen, den Dr. Gedeon, der offiziell verkündete, die jüdische zionistische Weltverschwörung sei echt. Und man könne gegen Islamisierung nur vorgehen, wenn man zunächst gegen die Zionisten vorgehe, die Protokolle der Weisen von Zion, die seien ernst zu nehmen. Und obwohl er sich selber als Christ verstünde, könne er keiner einzigen Kirche angehören, keiner einzigen, weil die ja allesamt verjudet seien. Landtag von Baden-Württemberg, Wahlperiode, Legislaturperiode 2016 bis 2021. Ich habe den sehr, sehr oft gesehen, er hat mich auch mal zum Duell aufgefordert, was auch eine ganz spannende Erfahrung war, weil ich in meinem typisch Adrenalin, Maskulinität. Ich hätte gleich gesagt, jawohl, wir zoffen uns auf offener Bühne. Und der Ministerpräsident nahm mich zur Seite und sagte, Herr Blume, tun Sie den Fehler nicht, weil es ist ihm ganz egal, ob Sie nachher 60% oder 80% der Leute erreichen. Allein, dass er vorkommt, allein, dass er in den Zeitungen kommt, allein, dass über ihn berichtet ist. Wenn er nur 10% Anhängerschaft gewinnt unter den Leuten, die das anschauen oder die das anschauen, hat er schon gewonnen. Also das müssen wir uns bitte klar machen. Wir erschaffen jetzt Öffentlichkeiten. Wir selber entscheiden, was teilen wir, wen kommentieren wir, regen wir uns auf über Donald Trump und machen dadurch Dinge wieder stärker. Oder finden wir bessere, andere Narrative? Schaffen wir es aufzuklären, ohne Xavier Naidoo noch dafür zu belohnen, dass er den Adrenochrom-Verschwörungsmythos
quasi verbreitet hat. Wir haben dann darüber aufgeklärt im Podcast und jetzt hat er sich ja entschuldigt in einem 3-Minuten-Video und wieder kamen die Presseanfragen. Herr Blume, was ist davon zu halten? Ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Also auf der einen Seite natürlich verdient es jeder Mensch eine zweite und dritte und vierte Chance und andererseits müssen wir aufpassen, dass er nicht gleich wieder in den Talkshows sitzt, nachdem er den riesigen Schaden, den er angerichtet hat, mit dem 3-Minuten-Video kommentiert hat. Meine Antwort war deswegen, ja, wir sollten ihm die Chance geben, aber dieser Weg wird kein leichter sein. Das heißt, er muss sozusagen dann auch tatsächlich ein Stück weit daran arbeiten. Und da merken Sie es plötzlich. Also von etwas, was wir gerade noch diskutiert haben, Antisemitismus im Nahen und Mittleren Osten, sind wir dann genau hier in Heidelberg, wo sich zum Beispiel dieser Sänger befand und befindet. Also Sie merken, immer dann, wenn gravierende Dinge passieren in der Geschichte, sind Menschen zu Verschwörungsmythen, zum sogenannten Dualismus zurückgekehrt. Sie haben diese Ängste aus sich abgespalten und haben sie auf vermeintlich andere Schuldige projiziert. Denken Sie an den Hexenwahn, wo man Frauen vorgeworfen hat, die Ernte vergiftet zu haben, an der Krankheit oder auch nur an der Unfruchtbarkeit der Männer schuld zu sein. Irgendwie musste ja jemand schuld sein und schon in vorchristlicher und vorjüdischer Zeit haben wir den Hexenwahn. Der Antisemitismus tritt als die zweitälteste Verschwörungsmythologie dann dazu. Warum? Den Grund wissen Sie jetzt. Das Judentum als die erste Religion der Alphabetisierung, als die erste Religion, in der jedes Kind lesen und schreiben lernt. Das Judentum als die Religion, in der ein 12-jähriges Arbeiterkind, der Sohn eines Handwerkers, so gut lesen und schreiben kann, dass er 3 Tage mit den Schriftgelehrten im Tempel von Jerusalem nörden kann. Mit dem Effekt, dass wir heute die Kirche, unsere Kirche beispielsweise nach ihm benennen. Mit dem Effekt, dass wir heute unsere Jahreszahl 2022 nach ihm benennen. Für den gleichzeitig lebenden römischen Kaiser Augustus haben wir immerhin noch einen Sommermonat übrig gelassen, den August. Aber das, was eben dort geschehen ist, dass ein Arbeiterkind, Sohn eines Handwerkers, Sohn eines Tekton, so gut lesen und schreiben kann, dass aus ihm sich eine Weltreligion gründen wird, das gab es eben damals alles nur im Judentum und im Israel. Die erste Religion der Alphabetisierung, die erste Religion der Bildung. Der Mensch, so heißt es im ersten Buch Moses, sei im Bilde Gottes geschaffen worden. Und daraus bildet sich über Maimonides und Meister Eckhart der Begriff, dieser wunderschöne Begriff der Bildung. Und übrigens auch das ein crossmedialer Begriff. Ich finde ihn außerordentlich interessant. Wir verstehen ihn noch gar nicht so richtig. Dass also die Schrift und Bild werden miteinander verknüpft. Und das heißt also, in jedem Mensch steckt ein Potenzial, das ich aber nicht in einer Statue ausdrücken kann, nicht einmal in einer Fotografie ausdrücken kann, sondern das ich nur in gemeinsamer Arbeit ausdrücken kann, indem ich mit dem Kind lerne, indem ich dem Kind die Möglichkeit gebe, sein Potenzial zu entfalten. Und mehr begreifen wir sogar, dass Aus- und Weiterbildung nicht nur Kinder betreffen, sondern alle. Wir haben das jetzt gerade in der Diskussion über das soziale Pflichtjahr, wo mir zu Hause lebende Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation mitteilen, Papa, warum machen eigentlich nicht mal die Älteren ein soziales Pflichtjahr? Warum wird eigentlich jedes Problem auf dieser Welt immer sofort als ein Problem der Jugendlichen diskutiert? Ihr habt doch kaum noch welche, ihr habt nur noch so wenig junge Leute und denen packt ihr alles drauf. Also die Frage quasi, ist Bildung etwas, das nur junge Leute betrifft oder ist es etwas, das ein ganzes Leben hindurch geht und wo auch Erwachsene an ihren sozialen und intellektuellen Fähigkeiten weiterarbeiten können, ist, möchte ich behaupten, auch für die Zukunft ein großes Thema und beim Fest in Heidelberg natürlich schon angelegt. Also Sie merken, mit dem Semitismus und dem Antisemitismus treten 2 riesige Strömungen in die Geschichte auf. Die eine quasi monistisch, die sagt, alle Menschen sind angesprochen, alle Menschen sind Teil des Noachidischen Bundes oder des Mosaischen Bundes. Gott wendet sich allen Menschen zu. Oder auf der anderen Seite den Dualismus, der sagt, nein, 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 es stimmt gar nicht, dass eine gute Macht diese Welt regiert, sondern es ist eine böse Macht, die die Welt regiert und diese schriftkundigen, gebildeten, diese sonderbaren Juden, die führen diese Weltverschwörung an. Und das, meine Damen und Herren, ist die Strömung, die sich seitdem immer weiter ausbreitet und die sich dann auch in neuen Medien verknüpft. Wir haben in die Hexenverfolgungen in Europa eben nicht im vermeintlich finsteren Mittelalter. Im 11., 12., 13. Jahrhundert werden keine Hexen verfolgt. Nicht mal in Stuttgart und auch nicht in Heidelberg. Obwohl hier dann später der Hexenhammer erscheint. Aber er erscheint hier eben im späten 15. Jahrhundert. Warum?
Wegen dem Buchdruck. Jetzt ist es möglich, die davor lebenden, die davor durchaus wabernden Verschwörungsmythen miteinander zu kombinieren. Und jetzt wird behauptet, dass sich Juden und Frauen verbünden und verschwören und den Hexensabbat begehen. Finde ich außerordentlich interessant. Juden und Frauen begehen den Hexensabbat, heißt es. Sie töten christliche Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her, um fliegen zu können. Genau den gleichen Verschwörungsmythos haben sie heute als Adrenochrom von QAnon und zeitweise von Xavier Naidoo wieder zu hören bekommen. Juden und Frauen würden sich verbinden, würden Kinder in unterirdischen Verliesen halten, um aus ihnen Adrenochrom gewinnen, jetzt nicht mehr um zu fliegen, sondern um unsterblich zu werden. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, dass das irgendwo funktioniert würde. Außerdem können Sie Adrenochrom in der Apotheke kaufen. Das ist ein ganz normales Stoffwechselprodukt von Adrenalin. Aber das ist nicht der Punkt. Es war auch bei der Hexensalbe nicht der Punkt. Es ging darum, für die Umwälzungen, die stattfinden, Schuldige zu finden, zu benennen. Und man kann die verschiedensten Verschwörungsmythen miteinander kombinieren. Wir haben in der christlichen Welt die gigantischen Umwälzungen positiv wie die Reformation, negativ wie Hexenwahn und Antisemitismus. In einigen Fällen, das kann ich als Mitglied einer lutherischen Landeskirche sagen, sogar beides in einem. Martin Luther, der als junger Reformer startet und als verbitterter, böser Antisemit endet. Und dann, meine Damen und Herren, elektronische Medien, Radio und Film. Oder wenn wir schon davor gehen, Bismarck, der mit der Emser Depesche einem verkürzten Telegramm den deutsch-französischen Krieg auslöst und unter anderem unsere Staaten ins Deutsche Reich zwingt. Die Könige von Württemberg, Bayern und Sachsen haben sich noch geweigert, an der Kaiserkrönung teilzunehmen. Man wollte gar nicht so richtig. Bismarck sprach von den unheiligen drei Königen und so quasi hat man mit dem Mittel des Telegramms damals bereits Politik machen können. Eine These, eine Medienthese von Marshall McLuhan, den Sie sicher kennen, The Medium is the Message, der quasi sagt, ihr müsst immer auf die Medien schauen, die noch kaum diskutiert worden ist, finde ich aber auch ganz interessant, deswegen wollte ich sie Ihnen im Fest Heidelberg auch einfach sozusagen mitgeben. Er sagt, dass dadurch, dass durch das Telegramm Nachrichten blitzschnell übertragen werden konnten, sich die Zeitungen verändert haben. Wir hätten nicht mehr die Zeitungen gehabt mit langen Texten, in denen man sich versenken kann, ja, so wie Herder Korrespondenz oder so. Ja, man liest lange an einem Text und da ist dann eine Person, man kann sich damit auseinandersetzen, sondern jetzt sei die Form des Mosaiks entstanden, die wir heute noch kennen. Wir schlagen eine Zeitung auf, also diejenigen, die noch Zeitungen aufschlagen, also die Älteren, wir schlagen eine Zeitung auf und die Nachrichten springen uns entgegen in Mosaikform mit kleinen Überschriften, mit Bildern und dergleichen. Und es ist unsere Aufgabe, aus diesem Wust an Informationen wieder ein kohärentes Weltbild zu zimmern. Und das Argument von Marshall McLuhan war, daraus entsteht die Sehnsucht nach einem unfehlbaren Papsttum, nach Rezentralisierung, nach Orientierung. Also jedes Mal, jedes neue Medium würde quasi auf der einen Seite unglaubliche Möglichkeiten eröffnen, aber auch immer wieder die Rückkehr, die Sehnsucht. Wir nennen es heute Tyrannophilie, also es muss einen geben, der Ansage macht, der mir hilft, mit der Komplexität fertig zu werden, die mich überfordert. Und genau das erleben wir jetzt im Internet. Genau das erleben wir jetzt im Internet. Auf der einen Seite eine unglaubliche Möglichkeit, die wir auch gerade nutzen, hallo Internet, und auf der anderen Seite aber eben auch die Versuchung, sich Tyrannen anzuverdienen, kleinen und großen ehemaligen US-Präsidenten, die schon im Moment des Wahlkampfes selbstgerecht verkünden, sie könnten auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen und die Leute würden ihnen trotzdem folgen. Und auf der anderen Seite kleinere, zum Beispiel Reichsbürgerkönige, die hier eigene Königreiche ausrufen und dergleichen. Ein Thema, Sie haben es dankenswerterweise erwähnt, weil das normalerweise auch oft ein bisschen als peinlich gilt, dass ich vor dem Studium der Geisteswissenschaften so etwas Schlimmes gemacht habe wie eine Bank- und Finanzausbildung. Normalerweise gilt es immer so als eine Entgleisung. Der Bildungsbürger hat Geld in Deutschland, der redet nicht drüber. Und ich kann als Entschuldigung anführen, dass ich aus so einer Arbeiterfamilie komme und man erst mal was gelernt hat, bevor man sich dann an so etwas Verrücktes wie ein akademisches Studium gewagt hat. Aber es ist tatsächlich so, dass Geld meines Erachtens als Medium unglaublich unterschätzt wird. Ich habe gerade im Worthaus in Tübingen sogar die Ausführung gemacht, dass ich gesagt habe, macht's doch bitte wie Jesus, redet mehr über Geld.
Bei ihm haben sie die ganze Zeit in seinen Gleichnissen, ob er von Talenten spricht, ob er die berühmte Münze hochhält und eben fragt, wer ist da eigentlich drauf geprägt und so weiter. Ganz viel Aussagen zu Geld. Und das ist völlig entspricht seiner Zeit. Er gehörte zum Umfeld von Pharisäern und des entstehenden rabbinischen Judentums. Und die Leute waren stolz darauf, dass sie weltliche Berufe ausgeübt haben und eben nicht von der Tempelaristokratie bezahlt worden sind. In der Wechselstube kriegt Jesus ja nach den biblischen Berichten sogar richtig die Wut. Geld war wichtig, weil man nicht abhängig sein wollte davon. Und dann konnte er auch warnen vor dem Mammon. Und heute, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, dass genau das passiert. Verschwörungsunternehmer machen den Leuten Angst, sagen zum Beispiel, dass die Covid-19-Pandemie ein Teil der Verschwörung wäre, zocken dann Gelder ab. Also ganz Max Otte beispielsweise, ganz konkret, ja, der sogar dann bis zum Bundespräsidentschaftskandidaten der AfD gebracht hat, der erzählt 2020 in Stuttgart bei Querdenken, Bargeldabschaffung und Covid-19 seien zwei Seiten einer Medaille. Und wenn Sie uns Schwaben Angst machen ums Geld, sind Sie reich. Ja? Er ist zufällig verkauft der Finanzprodukte, zufällig ist da Gold mit dabei. Das heißt, Leute, habt Angst um euer Bargeld, gebt es mir. Und das funktioniert. Und das Schlimme, meine Damen und Herren, daran ist, wenn Sie das machen, wenn Sie Geld verausgaben, wenn Sie Geld in diese Dinge investieren, committen Sie sich auch psychologisch. Dann zu sagen, ich habe mich geirrt, das war alles gar nicht so. Schatz, ich habe gerade die Hälfte von unserer Altersversorgung in sinnlose Bitcoins oder Goldanlagen verpulvert. Das sagt keiner gerne. Und wenn wir bei Gold oder vor allem bei Bitcoins schauen, welche Umweltschäden auch noch damit verbunden sind, das zu schürfen, dann kann ich Ihnen sagen, dass es für Menschen außerordentlich schwer ist, zuzugeben, dass sie sich da geirrt haben. Das heißt, umso mehr Geld sie querschenken, spenden, umso mehr Geld sie sich in sinnlose Goldanlagen oder in Bitcoins rein investiert haben. Sie brauchen nur mal, Sie können den Test auf Twitter machen. Gehen Sie mal auf Twitter rein und schreiben Sie, oh, der Bitcoin-Kurs ist aber niedrig. Und ich sage Ihnen, Sie bekommen es mit Gläubigen zu tun, die Ihnen also versichern, dass das alles nur ein Zwischenhoch ist, dass die wahre Apokalypse noch bevorstünde und dass Sie ja überhaupt gar keine Ahnung hätten von der eigentlichen, dem geheimen Wissen um das Geld, das nur die Bitcoin-Gläubigen exklusiv hätten und die Zentralbanken und die Fed und bei einigen dann auch die Juden seien die größten Verschwörer, die man sich vorstellen kann. Medien, 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 immer wieder. Und Geld, eines der Medien, die wir noch am meisten unterschätzen, das, von dem ich aber sagen kann, dass es Jesus nicht unterschätzt hat. Wenn Sie das alles jetzt gehört haben, dann sehen Sie auf der einen Seite die Dankbarkeit, die ich gegenüber Herrn Cornelius Bundschuh und gegenüber Ernst Ulrich von Weizsäcker habe, gegenüber ihrer Arbeit vom Fest, aber vielleicht auch so einen gewissen, ja, auch eine gewisse Resignation, dass wir es nicht geschafft haben, dass Sie es nicht geschafft haben, tatsächlich die Dinge zu drehen. Ich bin als Antisemitismusbeauftragter täglich damit konfrontiert, dass so viel ich auch arbeite und unter aller Kritik und allem Hate, da ist eigentlich nie der Vorwurf dabei, ich würde zu wenig tun und wäre zu wenig aktiv und zu wenig in den Medien und zu wenig unterwegs. Und trotzdem muss ich mir klar machen, es wird nicht reichen. Wir werden den Antisemitismus vielleicht um den einen oder anderen Prozentpunkt zurückdrängen können und das wäre schon viel, vielleicht sind es auch nur Promille, aber ihn wirklich überwinden? Wirklich eine Gesellschaft erschaffen, in der Menschen einander nicht mehr dualistisch vorwerfen, sie sind Teil der Verschwörung? Im Gegenteil, ich muss sogar zugeben, dass wenn jetzt nach der Covid-19-Pandemie auch die Klimakatastrophe eskaliert, und es geht schon los im Ahrtal beispielsweise, mit den Bränden am Wochenende, dass wir dann wieder mehr Menschen haben werden, die auf die dualistischen Erklärungen zurückschieben, die nicht damit einverstanden sind, dass sie selber Schuld daran haben. Der erste Verschwörungsverkünder, der das Covid-19-Virus mit einer jüdischen Weltverschwörung im deutschsprachigen Raum verbunden hat, ist nach meiner Kenntnis Ivo Sasek. Im Januar 2020, das Virus war noch gar nicht da, Ischgl in Österreich waren noch Monate voraus, es gab noch keine Impfpflicht, es war noch gar nicht an Impfstoffe zu denken, es gab noch keine Masken, auch noch keine mit The Land drauf, es war alles noch gar nicht da. Und da kommen schon auf Klagemauer TV die ersten Bekundungen, PDF-Flugblätter werden auch uns ans Büro geschickt. Covid-19 sei eine jüdische Biowaffe. Nicht aus einem rückständigen armen Milieu, sondern von einem
Sektengründer und Klagemauer TV, der ganz gezielt die digitalen Medien benutzt. Und ich bitte Sie, am Beispiel der Klagemauer, sich den Unterschied zwischen Monismus und Dualismus klarzumachen. Im Judentum steht die Klagemauer in Jerusalem für die Trauer über die Zerstörung des Zweiten Tempels. Und sie wird gerade nicht den Römern vorgeworfen. Also Jüdinnen und Juden gehen nicht an die Klagemauer und sagen, verdammt seien die Römer. Sondern sie gehen dorthin und bekennen ihre Sünden und fragen Gott, was haben wir falsch gemacht, damals und heute? Was können wir tun, damit die Welt wieder besser wird? Nichtjüdinnen und Nichtjuden sind sogar dazu eingeladen, einschließlich von Päpsten, römisch-katholischen Päpsten. Finde ich, auch macht man sich gar nicht bewusst. Also die Römer haben damals Jerusalem zerstört und heute werden römisch-katholische Päpste eingeladen, komm mit an die Klagemauer. Weil wir sind gemeinsam als Menschheit in einer Arche. Das ist Monismus. Und das, was Ivo Sasek mit Klagemauer TV prägt, ist Dualismus. Immer, immer sind die anderen schuld. Und Sie ahnen es jetzt vielleicht, wie er auf die Klimakrise reagiert nach der Covid-19-Pandemie. Die Covid-19-Pandemie war für ihn ganz klar der Teil eines jüdischen, zionistischen Planes des Genozides, um die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren. Und die Klimakrise ist für ihn Propaganda der GEZ-Medien. Eigentlich müsste gar nichts geändert werden, nicht die Landwirtschaft, nicht der Verkehr, nicht die Wirtschaft, das ist ja alles in Ordnung. Er empört sich da, ist so richtig sauer und das Video hat mehrere hunderttausend Abrufe, sondern es läge an den Atomtests der großen Mächte. Die würden alleine die Klimaerwärmung hervorrufen, vor allem die Amerikaner seien da zu nennen und jene, die die Amerikaner kontrollieren. Noch Fragen? Der Antisemitismus wird in der Klimakrise nicht verschwinden, er wird stärker werden und vor allem die Leute, die sich weigern, sich der Klimakrise zu stellen, haben diesen Weg, um ihr auszuweichen. Während also wir anderen uns hinstellen werden und verzweifelt auf die Wissenschaft verweisen und verzweifelt darauf verweisen, wir müssen uns jetzt aber ändern, wir müssen jetzt aber was tun, werden wir einen erheblichen Anteil der Menschen haben, die dem ausweichen. Karl Popper, und das hat mich sehr überrascht, der Entdecker der Falsifikation, der große humanistische Philosoph, der damals auf der Flucht vor den Nationalsozialisten mit seiner Frau in Neuseeland die offene Gesellschaft geschrieben hat. Diesen riesigen Band, diesen riesigen Doppelband auch zum Prinzip der Falsifikation, dass Wissenschaft immer nur vorläufige Wahrheiten zu bieten hat, hat in diesem Werk nicht nur davor gewarnt, genau dafür, dass wir immer wieder zurückfallen werden, in den Zustand des Raubtiers, in dem wir einfach übereinander herfallen und einander angreifen, sondern er hat umgekehrt gesagt, der Weg nach vorne, der Weg des Mitleidens, der Weg der tätigen Mithilfe, der Weg der Akzeptanz auch von Wissenschaft, der sei so schwer, dass er in einer mehrseitigen Meditation dann zu einem Bild greift, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Bei ihm heißt es dann, Zitat, wir tragen das Kreuz dafür, dass wir Menschen sind. Karl Popper verschmilzt die Anerkennung von Wissenschaft und einer aufgeklärten Spiritualität, Empathie, tätige Mithilfe mit dem Bild des Kreuzes. Er betont, dass er das nicht religiös meint. Er ist zwar christlich getauft, stammt aus einer jüdischen Familie, hat sich immer geweigert, zu seiner persönlichen Religiosität sich zu äußern, sondern er meint das philosophisch. Er meint, dass es gewissermaßen eine Urerfahrung gibt, die uns dazu bringt, zwischen dem Natürlichen und dem Kulturlichen, dem Wissenschaftlichen zu unterscheiden. Und das, meine Damen und Herren, ist so ein bisschen mein Fazit, das ich ziehen möchte. Ich glaube tatsächlich, dass wir, was man im Englischen einen Uphill Battle nennt, also einen Kampf führen, der immer wieder gegen den Berg läuft. Und dass deswegen Ernst Ulrich von Weizsäcker und der badische Landesbischof und dass deswegen auch Holocaust-Überlebende wie Simon Wiesenthal, dessen Namen gerade grausam missbraucht wird. Ich habe gerade in Wien im echten Wiesenthal-Center zu seiner Verteidigung gesprochen, weil es unglaublich ist, was zum Beispiel in den USA mit seinem Namen geschieht, dass nichts von diesen Leistungen dieser Männer und Frauen jemals umsonst war, sondern im Gegenteil, dass sie so unglaublich kostbar waren und sind, weil es so schwierig ist. Und diese Annahme ist eben die Unterscheidung dessen, was uns natürlich angeboren ist und was wir kulturlich erwerben müssen. Dass es uns natürlich sehr nahe liegt, in den Dualismus zurückzufallen und zu sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, tötet sie. Den anderen Stamm, die Menschen, die anders ausschauen, die Frauen, die Armen, die Juden.
Das ist natürlich unserer Kognitionspsychologie, unserer Sozialpsychologie eingeschrieben. Das andere, dass wir sagen, nein, wir wollen monistisch zusammenleben, in Vielfalt, in Rechtsstaatlichkeit, in Gewaltenteilung, das ist schwer. Es ist uns natürlich eingegeben, uns in Rhetorik zu verlieren. Umberto Eco behauptete sogar, dass der Faschismus aus nichts anderem bestünde als aus Rhetorik. Der italienische Faschismus, wo er sagt, Mussolini, der immer bereit war, sich jeder Strömung anzudienen, mal links, mal rechts, mal Royalist, mal Antiroyalist, der habe überhaupt gar keine politische Ideologie gehabt, sondern nur eine Rhetorik. Wäre ein ganz spannendes Thema, warum auch die Nationalsozialisten den Begriff der Weltanschauung so gerne gehabt haben. Sie haben sich geweigert, von einer Philosophie zu sprechen, denn eine Philosophie ist durchdekliniert, ist kulturlich, aber eine Weltanschauung kann ich einfach einnehmen, auf die kann ich mich einfach berufen, die muss ich nicht weiter begründen. Der Begriff der Weltanschauung ist ein unglaublich interessanter und er ist eben auch wieder die Unterscheidung. Eine Weltanschauung, eine religiöse oder also nicht religiöse Weltanschauung ist recht natürlich eine Philosophie oder gar eine Theologie. Die vernünftig reflektierte, sich selber hinterfragt, ist zutiefst kulturlich. Das Fliehen vor Ängsten, das Abspalten, das Beschuldigen der anderen, um selber Veränderungen zu vermeiden, ist völlig natürlich. Wir erforschen das heute unter Begriffen wie Entitlement, dass Menschen, die mit Wohlstand geboren sind, und unter denen haben wir verrückterweise durch rückgehende Geburtenraten immer mehr. Also rückgehende Geburtenraten bedeutet, dass immer weniger, immer mehr erben. Dass die Schere auseinandergeht. Wenn reiche Leute 4 oder 5 Kinder hatten, dann hat sich der Wohlstand immer wieder verteilt. Jetzt geht er auf 1 oder 2 Kinder über. Das heißt, die Gesellschaft polarisiert. Wir holen Zuwanderer, die meistens wenig Vermögen haben und haben auf der anderen Seite Erbengenerationen, die mehr aufnehmen und reden da nicht wahnsinnig gerne. Entitlement bedeutet, dass ich dann aber Begründungen dafür finde, warum ich das Recht habe, in Reichtum zu leben. Auch wenn mein Nachbar oder meine Haushaltshilfe oder mein Koch, mein Gastronom nicht die gleichen Möglichkeiten hatten. Reaktanz bedeutet der Begriff, dass wir auf Veränderungen, wenn man uns sagt etwas, was du früher durftest, darfst du nicht mehr, dass wir dafür Begründungen erfinden, warum das nicht der Fall sein kann. Wer heute Helmut Markwort einmal lesen möchte, also wir müssen ihn nicht regelmäßig lesen, aber heute lohnt sich das wirklich. Eine Riesensache in Reaktanz, wo er erklärt, dass er das Recht hat, Auto zu fahren, das Recht hat, Sprit zu verfahren, das Recht hat, zu fliegen, das Recht hat, und er wird das machen, weil es sein Recht ist. Auf einem hochintellektuellen Niveau nennen wir das Reaktanz. Und wie leicht ist es, von dort überzugehen, dass diejenigen, die mir das nehmen wollen, dann Verschwörer sind. Wenn Sie jetzt denken, das passiert nur bei ungebildeten Kreisen, ich hoffe, das ist schon deutlich geworden, dass das nicht der Fall ist, aber ich möchte Sie bitten, vielleicht sich einfach noch einmal anzuschauen, gerade erst im letzten Jahr, die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ein Wirtschaftsverband, der mit dem Einsatz von Hunderttausenden Euros und ganzseitigen Anzeigen hier in Deutschland eine Kanzlerkandidatin, die Annalena Baerbock, der einer anderen Partei angehört als ich, aber eine Kanzlerkandidatin beschuldigt, sie sei ein falscher Moses, der eine falsche Staatsreligion mit sinnlosen Geboten über die Welt bringen wolle. Der Antisemitismus im Bundestagswahlkampf 2021 von Wirtschaftsverbänden. Ich hätte mir deutlich mehr Aufschrei gewünscht. Ich bin im Wahlkampf immer zu besonderer Zurückhaltung verpflichtet, aber gemeinsam mit Charlotte Knobloch und einigen kirchlichen Stimmen haben wir dagegen protestiert. Und inzwischen haben wir es in der Podcast-Folge, habe ich es dort auch aufgearbeitet. Und ich hoffe, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft personelle oder strukturelle Konsequenzen aus diesem Vorfall ziehen muss. Ich will keinen Bundestagswahlkampf mehr erleben, in dem Antisemitismus eingesetzt wird, um demokratische Akteure zu beschädigen und um die Klimakrise zu leugnen. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich bin da durchaus jetzt nicht zum ganz großen Optimisten geworden in den letzten Jahren. Und trotzdem will ich jetzt nicht enden mit einem negativen Ton. Nicht nur, weil ich glaube, dass Ihre Arbeit, die von Professor von Weizsäcker und die von anderen wertvoll und wichtig war, übrigens auch die Arbeit hier im Fest, nicht nur, weil ich glaube, dass Ihre Arbeit hier im Fest, diesem wunderschönen Location, die Verkörperung des Elfenbeinturms, dass das wirklich etwas Wertvolles und Wichtiges ist und etwas, das auch gerade jemandem wie mir, dessen Vater Zeitungen ausgetragen hat, dessen Mutter Krankenschwester war, etwas bedeutet, dass wir solche Orte haben. Und für den es immer noch was Besonderes ist, zu solch einem Ort eingeladen zu sein und an solch einem Ort sprechen zu dürfen. Dass das alles nicht umsonst ist. Meine Damen und Herren, wir leben im EU-Alpenraum.
So heißt das technisch die Makroregion der Europäischen Union. Das klingt wahnsinnig wahnsinnig technisch und wenige beschäftigen sich damit. Das Judentum nannte diese Region nach einem Enkel von Jafet, Aschkenas. Judendeutsch wurde es gesprochen. Erst im 20. Jahrhundert spricht man von Jiddisch. Bis dahin heißt die Sprache Judendeutsch. Und wir kämpfen gerade darum, dass es auch wieder als ein Teil des Deutschen anerkannt wird. Am Anfang wurde es noch in hebräischer Schrift, in hebräischer Alphabetschrift geschrieben. Die Sprache war Deutsch, Theodisk Deutsch, so wie es sich dann bei uns entwickelt hat. Wir leben in einer Region mit vielen Bergen und Tälern, mit Gebirgen, in denen sich eine unglaubliche Sprachenvielfalt entwickelt hat und eine ganz kleinteilige politische Struktur. Die Makroregion Alpenraum wird von gerade einmal 80 Millionen Menschen bewohnt. Aber in dieser Region gibt es 48 Parlamente. Nirgendwo auf der Welt haben sie so viele Bundes-, Landes-, Kantonalparlamente wie im Alpenraum. 1,6 Millionen im Vergleich pro Parlament. Da sind wir als Baden-Württemberg schon einer der Big Player, tut auch mal gut, sozusagen, weil es natürlich ganz, ganz viel kleinere Einheiten gibt. Die Menschen haben begonnen, sich selbst zu verwalten. Die Schweizer haben die Habsburger an die Donau geschickt die Hohenzollern wurden an die Elbe nach Berlin verwiesen. Man brauchte keinen Adel hier, man hat sich selbst verwaltet. Eine starke demokratische Tradition. Ich behaupte nicht, dass sie automatisch überlegen ist. Hier ist auf der einen Seite, im Föderalismus sind großartige Dinge entstanden, wie zum Beispiel der Zionismus in Basel, der hier im Alpenraum entstanden ist. Die Idee Selbstverwaltung, selber Ideen verwirklichen zu können, Gewaltenteilung und diese Dinge. Aber eben auch, ich habe es erwähnt, die Hexenverfolgung. Wir haben hier einen sehr starken Antisemitismus. Wir hatten hier die Pestpogrome. Und wir hatten noch um 1990 einen Schweizer Kanton, der Frauen das Wahlrecht verweigern wollte. Übrigens, die allererste Schweizer Volksinitiative, die es überhaupt gegeben hat, wo überhaupt das Volk gesagt hat, wir wollen eine gesetzliche Änderung, richtete sich gegen das jüdische Schächten. Nicht gegen die Massentierhaltung, nur gegen das jüdische Schächten. Föderalismus ist ambivalent. Föderalismus ist nicht automatisch besser. Aber ich glaube, Föderalismus erzieht uns oder ermöglicht uns Verantwortung. Und deswegen war Ihre Einladung zur Synode, zu einem gewählten Parlament, um darüber zu sprechen, wo wir uns selber ändern müssen, für mich so bedeutend. Deswegen ist Ihre Arbeit im Fest Heidelberg und das tapfere Einstellen von Videos, auch wenn Sie Zehntausende Zuschauende verdient hätten und wir bisher noch ein bisschen drunter sind, nicht umsonst. Deswegen ist die wissenschaftliche Arbeit, ist das Forschen, Erzählen, das Probieren neuer Medien, wie wir es auch jetzt gerade tun, mit dieser Vermischung aus Digitalen und Schriftlichen. Ich glaube, wir müssen es einfach immer wieder neu versuchen. Wir müssen das Kulturliche immer wieder neu verteidigen. Und zum Abschluss habe ich Ihnen deswegen einen Witz mitgebracht. Nämlich, dass man das Fest, ich habe ja damit begonnen, auch in einem ganz wichtigen Alphabet aussprechen kann. Dann heißt es nämlich, Moment, dann würde man es nämlich abkürzen als Forn-Esk-Sent-Trill. Das klingt schon cool. Forn-Esk-Sent-Trill. Und das ist das Alphabet des Aurek-Besch. Man kann ihr Forschungszentrum im Alphabet von Star Wars ausdrücken. Und das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich interessant. Der große Kunstmythos des 20. Jahrhunderts. Da brechen immer wieder mal religiöse Elemente durch. Wenn dann plötzlich Padma Amidala von Anakin gefragt wird, ob sie ein Engel ist. Wenn möge die Macht mit dir sein, angelehnt wird an eine christliche Formel, die Ihnen allen bekannt ist. Wenn es die Auseinandersetzung in jeder Folge darstellt zwischen einem republikanischen Monismus der Vielfalt und einem sehr faszinierenden, mit Imperial March Musik unterlegten Dualismus, der sich ganz klar am Faschismus und am Verschwörungsmythos orientiert, der sich sogar später als erste Ordnung, also als ursprünglicher Naturzustand mit rassistischen Anklängen präsentiert. Star Wars spielt in einer Galaxis vor langer, langer Zeit, so heißt es dort, weit, weit entfernt, und trotzdem brechen die Themen durch. Und wenn man genau hinschaut, dann brechen die Themen der Medien durch, die Themen des Geldes und vor allem unser Alphabet. Ich bin also nicht bereit aufzugeben. Ich glaube, dass wir vielleicht auch erst angefangen haben, die Chancen der Medien zu nutzen, dass wir besser sein können als die Populisten, Antisemiten, Dualistinnen, dass wir uns auch selber hinterfragen können.
Sie haben das gezeigt in Ihrer Amtszeit und in Ihrer Arbeit hier. Dafür bin ich Ihnen immer gerne dankbar. Dafür bin ich am Festtag bei Ihnen gewesen. Falls es Ihnen langweilig war, haben Sie es mich nicht merken lassen. Und ich möchte Ihnen von ganzem Herzen wünschen, möge die Macht mit Ihnen sein. Vielen Dank, Herr Blume, für diesen eindrucksvollen Vortrag und auch den Erweis, dass die Fest offen